Bevor eigentlich das Video startet, weil ich es am Ende wieder vergessen habe, ihr habt ja sicherlich im Thumbnail die drei kleinen Sachen bei mir gesehen, diese drei kleinen Bildchen. Die stehen für eine Initiative des Landes Nordrhein-Westfalen zusammen mit ein paar Deutsch-Rappern. Es gibt da so einen, den habt ihr gestern auch erkannt, S-I-I-O, glaube ich, heißt er. Ich habe das auch schon mal gehört bei meinen Jungs. Und ich würde das Ganze gerne auch unterstützen. Also wenn ihr das Ganze unterstützt, dann findet ihr das auf Instagram unter dem Hashtag Beat the Virus. Und dort wird es, glaube ich, am morgigen Tag einen Livestream auch auf YouTube geben. Und die drei Bildchen da unten, die stehen für weniger Kontakte, steht das Minus. Das Plus steht für mehr Zusammenhalt. Und das X steht für nie ohne Mund-Nasenschutz. Also bitte, bitte, bitte haltet euch einfach an die drei kleinen, aber feinen Dinge. Und dann gehen wir jetzt ins Video rein. Viel Spaß dabei. Na, fällt euch was auf? Nein, noch fällt euch nichts auf. Aber erstmal herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Ja, wir wollen heute mal ein bisschen was mit dem Weihnachtszauber machen. Aber ich meine eigentlich gar nicht den Weihnachtszauber. Ich meine doch den Weihnachtszauber. Denn wir wollen gleich mal so ein paar Feinde beschenken. Sondern ich meine eigentlich, dass wir hier uns so ein bisschen weihnachtlichen Zauber hier ins Dorf holen. Und jetzt müsste euch allerdings etwas aufgefallen sein, denn ja, das Ding hier ist weg. Das lief ja noch ein paar Tage, also dieses Dorfdesign. Ich habe es mir schon vorgestern gekauft, Leute, um mich ein wenig weihnachtlich hier einzustimmen. Also haben wir die epische Winterszenerie hier und ja, ich habe sie gekauft, 7,99 war jetzt in Ordnung. Hab ja wieder rumgedruckst, aber eigentlich kann ich es auch sofort kaufen, denn mit einem Account hat mir jemand geschrieben, muss man einfach alles haben. Und das ist hier der Thorsten, wir wählen das mal aus, diese schöne epische Winterzeit, ha, ich liebe es. Ich liebe es, muss ich mal echt so sagen, richtig, richtig viel Schnee und sieht wirklich, wirklich schick aus. Ja, hat natürlich nichts damit zu tun, dass ich jetzt mehr oder weniger Skill habe, aber hier hinten passt es eigentlich ganz gut hier zu dem Ding hier. Ich habe ja gestern schon im Stream gesagt, der passt irgendwie von der Deko überhaupt nicht hier ins Spiel, dieses Kampfholz. Macht aber nichts. Wir machen uns das noch winterlicher. Und zwar wollen wir natürlich auch unsere Helden so ein bisschen anpassen. Ihr seht das, im Moment habe ich ja den Piraten-Style drin. Aber auch das möchte ich ganz gerne ändern. Und zwar nehmen wir erstmal die königliche Gladiatorin. Achso, oh, ich muss hier erstmal aus dem Pass rausholen. Okay, ich muss hier erstmal aus dem Pass rausholen. Habe ich nämlich noch gar nicht gemacht. Ich habe immer so eine schreckliche Engelsgeduld. Also den können wir schon mal abholen. Und falls es euch noch nicht aufgefallen ist, wenn ihr hier das Bauarbeitergold und das Bauarbeiter-Elixier jetzt nicht mehr abholen könnt, wie ich auf diesem Account. Ich lasse das immer bis zum Monatsende stehen und hole mir die Sachen meistens erst einen Tag bevor der Pass abläuft dann ab, weil es kann ja noch irgendwie ein Update kommen oder so, keine Ahnung. Aber wenn ihr das abholen wollt, das ist ja eine der letzten Neuerungen aus dem letzten Update, dann bekommt ihr dafür 5 Juwelen. Nur falls ihr es nicht gewusst habt, also bekommt man jetzt für Ressourcen, die überflüssig sind, das betrifft übrigens auch Gold und Elex und Dunkles hier, die habe ich allerdings schon abgeholt, weil ich die natürlich so ein bisschen im Update gebraucht habe. Aber wir machen es uns erstmal winterlich gemütlich hier mit der Gladiatorin. Wir nehmen den schönen Winterskin hier mit dem Hoodie. Und die anderen Helden haben natürlich auch, jetzt schmeißt ihr das Schild da so schön, die anderen Helden haben natürlich auch einen Winterskin. Das heißt, der Warden weiß ich gar nicht so genau, ob der einen Winterskin hat. Ja, wen nehmen wir denn jetzt als Warden? Wen können wir jetzt als Warden nehmen? Ich glaube, der hat noch nicht so einen richtigen Winterskin, aber sieht das nach Winter aus? Nee, ne? Das sieht nicht so wirklich nach Winter aus. Wen können wir denn da nehmen? Vielleicht den Originalskin. Tja, weiß ich nicht. Der hat noch keinen richtigen Winterskin, ne? Ah, okay. Der hat noch keinen Winterskin. Dann nehmen wir mal den Originalskin, würde ich sagen. Der King hat natürlich einen Winterskin. Winterskin. Das ist er hier mit den Frosthörnern. Beziehungsweise mit dem dicken Geweih. Den wählen wir aus, damit schön winterlich wird. Und die Queen hat, glaube ich, auch was. Dann nehmen wir hier die Eisprinzessin, die Eiskönigin. Ich glaube, die kam letzten Winter ja raus. Beziehungsweise das war, glaube ich, der irgendein Dezember-Skill oder November-Skill. Skin. Und dann nehmen wir die hier. Dann haben wir unser Dreierpärchen in jedem Fall zusammen. Und können wir ein bisschen in die Kämpfe reingehen. Mal gucken. Ja, wir beschenken gleich noch ein paar Feinde, gar keine Frage. Im Moment habe ich allerdings den Zauber noch nicht ausgebildet, also ich muss den erst noch backen und dann beschenken wir mal ein paar Feinde hier. Ich will euch dann auch sagen, was es damit eigentlich auf sich hat.
warum wir das tun. Das kann auch ein bisschen dauern. Vor allen Dingen die Gegnersuche dauert hier schon wieder, obwohl ich gar nicht mal so hoch bin. Ich bin in Titan 1 die ganze Zeit und versuche hier immer ein bisschen runter zu droppen, beziehungsweise nicht nach Legende im Moment zu rutschen, bevor nicht alle meine Sachen fertig sind. Also Mauern jetzt nicht, aber die anderen Sachen würde ich schon gerne vorher fertig haben, bevor ich dann wieder kurz in die Legende reinrutsche. Oh, den können wir mitnehmen. Den können wir mitnehmen hier. Und deswegen glaube ich, dass es so ganz gut sein könnte. Warte mal, ja, ich habe Mauerbrecher dabei. Da müsste die Queen jetzt eigentlich auch reingehen. Jo, das macht sie jetzt auch perfekt. Das ist schon mal gut. Oh, da haben wir ganz schön viele Helden da. Ich überlege jetzt gerade, wie wir jetzt am geschicktesten hier weitermachen. Wie machen wir am geschicktesten weiter? Erstmal hier Richtung Gladiator. Ah, schade, meine Mauerbrecher sind da nicht ganz reingegangen. Okay, dann machen wir mal hier weiter. Und ja, wir können ruhig die Kaserne setzen. Die laufen jetzt gleich woanders hin, die Magier. Obwohl, die gehen ganz gut mit dem King da rein. Wunderbar. Und ich habe aber keinen Sprungzauber. Okay, ich habe keinen Sprungzauber hier. Und ich habe auch keinen... ich brauche eigentlich auch gar keinen Sprungzauber. Mach mal die Luftabwehr da weg. Perfekt. Und dann können wir jetzt gleich, glaube ich, auf der Flanke... Ja, wir gehen mal auf dieser Flanke hier rein. Mit unseren Minern, Warden dahinter und die Hoggies. Setzen wir mal von dort. Und den Roll-Champion schön dahinter. Und dann können wir hier reingehen. Den frosten wir eben mal weg. Nicht, dass uns da was Schlimmes passiert. Wie sieht es da oben aus? Das sieht immer noch ganz gut aus. Ah, die Queen. Heieiei, die Queen. Schafft die den Scattershot da? Ja, die schafft den Scattershot. Wo sind meine ganzen Miner? Oh, meine ganzen Miner sind gerade gestorben. Kann das sein? Meine ganzen Miner sind gestorben. Okay, dann heilen wir hier nochmal ein bisschen durch. Heiler heilen. Ist auch eher selten, dass ich das mache. Heiler heilen. Hier noch einen, da noch einen. Ja, haben wir doch geschafft. Haben wir doch noch ganz gut gepackt. Und dann nehmen wir den Gift hier auch. Ah, schade, da sind die Skelette nicht ganz drin. Okay, ja. Aber, oh, der hat auch die Winterszenerie. Jetzt sehe ich es erst. Ist wirklich, wirklich schön. Ist natürlich durch meine Doppelleiste jetzt so ein bisschen eingeschränkt sichtbar. Also man sieht die jetzt nicht ganz. Und aber sie ist wirklich schick, auch beim Gegner. Boah, das passt. So, dann haben wir den Bonus hier noch mitbekommen. Und auch hier den Bonus erhalten. Perfekt. Und wie gesagt, gleich wollen wir erstmal unsere Gegner so ein bisschen beschenken. Ja, so machen wir das. Ich mache einen kurzen Cut. Ich müsste jetzt eigentlich 5 Stück haben. Ja, ich habe 5 Stück. Mache ich einen kurzen Cut. Lass eben mal die Helden recken. Dann greifen wir auch nochmal mit dem Santa-Spell an. Aber da suchen wir uns dann ganz eine spezielle Base raus. So ist mal eine doofe Floskel, ich weiß. Aber ich habe jetzt ein bisschen länger gesucht, dass ich jemanden finde wie den Joe hier, der so ein schönes weihnachtliches Winterdorf hat und der vor allen Dingen auch den Weihnachtsbaum hat hier. Allerdings, da wollen wir jetzt ein paar Geschenke runterlegen. Er hat das natürlich sehr hübsch gemacht. Hier muss man wirklich mal sagen, die letzten Weihnachtsbäume hier alle in einer Reihe. Und ja, wie bin ich da eigentlich drauf gekommen? Ich habe heute Morgen irgendwo so einen Twitter-Post gelesen, dass dazu aufgerufen wurde, beschenkt eure Feinde, beziehungsweise lasst mal ein paar Geschenke liegen. Mal sehen, ob das überhaupt funktioniert. Mal sehen, ob das überhaupt funktioniert, dass wir hier überhaupt Geschenke hinlegen können. Mal sehen, da kommt er. Jawohl. Eins, immerhin. Ah, ne, mehrere. Okay. Oh, den können wir jetzt richtig fluten hier mit Geschenke, alles klar. So, wo kommt er? Da wird markiert, da wird abgeworfen. Jawohl, ein paar Geschenke hier für ihn. Nicht schlecht. Oh, die passen ganz gut dahin, glaube ich. Zack. Und damit haben wir ihn schön beschenkt. Die sollte er jetzt auch nicht vom 24. abholen, also vom 24. aufmachen. Ich glaube, es gibt ja Elex, wenn man die rausnimmt, ne? Also, ich will ihn jetzt auch nicht angreifen oder so. Das meinte ich eigentlich damit. Und da habe ich jetzt ganz schön lange nachgesucht, dass auch wirklich eine Winterbase da war. Ihr seht, viele haben natürlich den Weihnachtsbaum unter Umständen nicht abgeholzt hier, wie er hier. Da können wir ein paar Geschenke rumlegen. Dann hat er wenigstens ein paar. Kann er sich ein bisschen freuen. Und sondern so ein richtig schönes winterliches Dorf mit Geschenken. Also wenn ihr auf mein Dorf trefft, lasst mir auch gerne ein paar Geschenke da. Ich würde mich in jedem Fall freuen, wenn
ihr mir so ein paar Geschenke da lasst. Ihr wisst, warte mal, wo steht mein Baum? Hier hinten steht mein Baum. Ich habe noch keine Geschenke. Schade auch, ich habe noch gar keine Geschenke bekommen. Und was natürlich nicht so schick ist, das haben wir schon zwei Leute jetzt schon beschenkt. Und, oh, der grast immer alles ab. Wieso nehmen die das immer alle weg? Warum räumt man das weg, das Zeug? Das ist so schick. So ein bisschen Housing wenigstens hier. Ja, guck mal, da hinten ist er doch. So, da können wir doch richtig was hinlegen hier. Zwei Stück, würde ich sagen. Mal sehen, wie der Sand aussieht. Das ist wirklich witzig mit dem Daherfliegen. Ich bin ja eigentlich nicht so ein Spielkind, aber das finde ich ganz gut. Das finde ich eigentlich ganz gut. Hier sind die Geschenke. Und ja, jetzt habe ich natürlich keinen Zauber mehr, sondern nur noch die normalen, die jetzt nachgerutscht sind. Ne? Ja, perfekt, passt so. Dann müssen wir hier eben mal bauen. Was hatte ich denn hier eigentlich immer? Ah, okay. Heilzauber brauche ich. Heil. Den. Ich nehme. Ja, so passt das. Jetzt suchen wir uns wirklich. Jetzt beschenken wir keinen mehr. Also genug Geschenke verteilt. Hoppla. Erster Klick. Okay. Genug Geschenke verteilt. Jetzt schenken wir ihm einen ein. So würde ich es mal sagen. Und wie gehen wir denn hier am einfachsten vor? Ich habe ein paar Mauerbrecher. Ah, ich habe keine Mauerbrecher dabei. Ich habe jetzt keine Mauerbrecher dabei. Okay. Dann brauchen wir nach da auch gar nicht gehen. Oder doch? Ja, wir gehen hier doch mal. Ich habe ja die Supermauerbrecher equipped. Ei. Stimmt. Ich habe die Supermauerbrecher equipped. Und hier können wir dann mal weitergehen. So, das machen wir mal dort. Dann haben wir hier einen Supermauerbrecher. Okay, bleib bei mir. Okay, der erste ist schon mal nicht so gut durchgegangen. Nehmen wir mal nochmal den zweiten hier. Vielleicht hüppelt der besser. Ah, der geht natürlich noch da. Okay. Ja, passt so. Passt perfekt. Dann nehmen wir hier die Magier mit rein. Das ist ja das Ding, was wir machen müssen. King hier mit hin. Und dann noch Magier. Sehr schön. Wo setzen wir denn jetzt eigentlich mit unserem Hybrid an? Ich würde sagen hier. So, die sind da schon wieder arg im Bedrängnis, sehe ich gerade. Dann machen wir die kurz mal hidden. Queen, bleib bei mir. Queen, bleib doch bei mir, Mensch. So, ihn dahinter. Und heilen. Gift. Fries. Wortentzündung. Oh, die war jetzt spät, ne? Ei, die war spät, die Wortentzündung. Oh. Aber die Queen packt das da gerade noch so. Okay, die Queen packt das aber gerade noch so da. Das war knapp, aber jetzt nur noch mit einem Heiler. Kommt die nicht mehr bis zum Scattershot, glaube ich. So, den winterlichen Royal Champion hier auch gezündet. Ich gehe mal ein bisschen näher für euch rein, dann seht ihr den mal ein bisschen näher. Und dieses ganze Gewusel hier vor allen Dingen. Sieht aber ganz gut aus. Komm, Magerturm. Und den Scattershot dort auch. Kriegen wir auch noch den Bogenschützenturm und die Kanone und das alle drum und drum auch. Den machen wir auf Null. Also den haben wir jetzt auch mal ein Geschenk eingeschenkt, würde ich sagen. Ein richtiges Geschenk. Nämlich das Geschenk, dass er mir ganz viel Loot geschenkt hat hier. Perfekt. Ich hoffe, das Ganze hat euch ganz gut gefallen heute. Mal ein bisschen was anderes. Ich bin ja eigentlich, wie gesagt, nicht so ein verspieltes Kind. Ich meine, ich bin schon ein verspieltes Kind, aber ich bin jetzt nicht so einer, der da eigentlich so immer so Hammerfolgen von macht. Aber das ist mal Hammerlot, ne? Das ist mal Hammerlot. Und dementsprechend hoffe ich, dass ihr eure Freunde und Feinde auch nett beschenkt. Ja, ich habe mich hier beschenkt mit dem Dorf. Ich hoffe, das gefällt euch ganz gut und ihr habt euch das auch gegönnt. Wenn es euch gefällt, könnt ihr mir das ruhig mal in die Kommentare schreiben oder vielleicht hätte man ein bisschen noch was verschlimmbessern können. Vielleicht hier hinten irgendwie so, hier hinten so eine Abfahrtspiste, weißt du, wo immer so ein animierter Kobold mit dem Schlitten runterfährt. Das wäre ja mal nett, ne? Mensch, der Tod hat auch Ideen hier. Für die nächste Entwicklung des nächsten Winterdorfs. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir sehen uns in den Livestreams. Also bleibt bei mir am Kanal dran. Es kommen jetzt immer ab und zu mal so ein paar ungeplante Livestreams. Also Mittwoch. Den Mittwoch habe ich jetzt gestern Abend gesagt, den wollen wir mal dabei halten, den Midclash. Aber haltet einfach die Ohren auf und setzt die Glocke auf Twitch, dann verpasst ihr keinen Stream oder kommt dann plötzlich rein und sagt, meine Glocke ging nicht. Dann müsst ihr sie auch stellen. Und denn zwischen und vor den ganzen vielen weihnachtlichen Tagen hier werden wir uns sicherlich öfter mal online sehen als nur den Mittwoch. Vielen Dank fürs Zuschauen, habe ich eben schon gesagt. Haltet die Ohren steif, bleibt gesund. Euer Toto. Rest.